Also meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen beim Clinical Journal Club für den 27. Februar. Und was wir hier sehen im New England Journal, ist diese Läsion an einer Zunge. Sieht ziemlich ekelhaft aus. Ist da schon bei diesem 54-jährigen Mann seit mehreren Jahren schmerzlos. Sieht so, als wäre die Oberfläche trotzdem ulzeriert, aber schmerzlos. Candidiasis ist dies nicht. Dermoidzysten sind eigentlich Teratomen, die würde ich irgendwo anders erwarten. Lipome sind unter der Oberfläche und sind frei beweglich und sollten nicht ulzerieren und entarten nie. Mukozelen haben zu tun mit Speicheldrüsen-Dukti und das ist hier auch nicht der Fall. So bleiben wir stecken mit Spindelzell-Sarkom. Wahrscheinlich, wenn man sowas sieht, soll man immer die malignendste Wahl treffen, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Dies ist ein Spindelzell-Sarkom. Und wir gucken uns die Möglichkeiten an. Dermoidzysten sind eigentlich Teratomen. Und die würden wir eigentlich erwarten im Eierstock, Hoden oder auch an anderen Stellen. Aber Zunge noch nie gesehen. Sind sowieso Sarkome sind Gott sei Dank nicht häufig. Candidiasis sieht ganz anders aus, kennen wir aus der Klinik. Kann man Abstrich machen und unter dem Mikroskop identifizieren. Lipome haben wir häufig alle einen, die entarten so gut wie nie. Die sind, im Prinzip sind das Fettgeschwulste, aber die sind frei beweglich, sind schmerzlos und sehen ganz anders aus. Ich würde Lipome an der Zunge auch nicht erwarten. Spindelzellsarkome sind eigentlich Fibrosarkome, sind in der Tierwelt häufiger als beim Menschen und Sarkomen können wir klassifizieren bezüglich welcher Zellform sie beinhalten und Spindelzellsarkomen, das war in diesem Fall. Mukozelen sehen ganz anders aus und haben mit Speicheldrüsen-Dukti zu tun. Das ist das erste Thema im New England Journal, geht es um Thromboembolie-Risiko bei Krebspatienten. Wir wissen, dass das in der Tat der Fall ist. Und man kann eine Skala entwickeln, um die Wahrscheinlichkeit des Risikos eines Thromboembolie-Phänomens bei Krebspatienten zu errechnen, genannt nach Herrn Corana. Und Patienten, die eine Skala haben, die größer 2 ist, haben ein Risiko. Und dann kann man sich überlegen, was ist das Kosten-Nutzen von dieser Strategie bei jedem Individuum und was sollte ich hier anwenden? Fenproquimon ist behaftet mit unterschiedlichen Problemen, sind die an Ihnen bekannt. Heparin zu spritzen ist auch problematisch und hat andere Probleme, aber vielleicht oral aktive Antikoagulantien, die Faktor 10a entsprechen, bieten vielleicht eine andere Möglichkeit. Diese Idee ist getestet worden und hier sehen wir eine Studie, Apixaban, um Thromboembolien bei Krebspatienten zu vermeiden. Hier sind 600 Patienten so randomisiert worden zu Apixaban oder Placebo. Wir haben hier 2 Endpunkte. Erster Endpunkt ist Wirksamkeit. Wie häufig treten Thromboembolien auf in den beiden Gruppen? Und der zweite Endpunkt ist, wer blutet am meisten? Kann man sich ja schon vorstellen. Und da sind unterschiedliche Tumoren querbeet hier repräsentiert. Und die Corana-Skalen, die Werte sind alle mindestens 2 oder größer. Und was wir hier sehen, ist beinahe, was man erwarten würde. Apixaban war erfolgreich, um Thromboembolien zu vermeiden, führte aber zu mehr Blutungen. Dann müssen wir errechnen, was ist die Zahl an Patienten, die ich behandeln muss, um den Vorteil zu erzielen? Und was ist die Zahl an Patienten, denen ich vielleicht einen Schaden hinzufüge? Das kann man dann errechnen. Und hier ist der Unterschied. Apixaban hat die Thromboembolie-Frequenz etwas gesenkt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist ungefähr 5%.
Das heißt, die Zahl an Patienten, die ich behandeln muss, um eine Episode zu vermeiden, ist 20. Das bedeutet, dass 19 Patienten nehmen das Präparat umsonst. Und dann muss ich gucken, wie häufig war Bluten. Und das war auch häufiger in der Apixaban-Gruppe, nicht sehr viel. Da ist der Unterschied vielleicht 2%. Das heißt, bei 50 Patienten werde ich eine Blutungsepisode auslösen. Ja, da muss man sich bei jedem individuellen Patienten sich überlegen, ist diese Strategie sinnvoll oder nicht. Das braucht ein bisschen klinisches Vermögen, um das zu bewerten. Aber es sieht so aus, als könnte Apixaban bei manchen Patienten mit einem hohen Risiko vielleicht etwas anbieten. Nächste Studie, wenn nicht Apixaban, warum nicht Rivaroxaban? Das braucht man ja letztendlich nur einmal pro Tag schlucken. Und die gleiche Hypothese ist hier getestet worden. Hier sind 900 Patienten randomisiert worden zu Rivaroxaban oder Placebo. Die mussten wieder eine Korana-Skala haben, 2 oder größer. Und die Endpunkte waren die gleichen. Und die Hersteller von Rivaroxaban haben halt Pech gehabt. Rivaroxaban war zwar wirksam, aber der Unterschied hier ist nicht statistisch signifikant. Gott sei Dank ist das Blutungsrisiko auch nicht statistisch signifikant. So können wir uns vorstellen, naja, die Episoden, die hier auftraten, waren relativ wenige und das hat die Bürger Ingelheim hat halt Pech gehabt. Und wie sollen wir das bewerten? Und keine signifikanten Unterschiede waren hier, aber die Tendenz war in dieser Studie genauso wie in der Apixaban-Studie. So können wir hier überlegen, was wir machen sollten. Kann man hier eine kleine Meta-Analyse machen? Das hat die Redaktion des New England Journals auch gemacht. Und dann können wir sehen, dass die Anzahl an Patienten, die wir behandeln müssen, um den Vorteil zu erzielen, liegt irgendwo zwischen 20 und 40. Und Schaden auszurichten liegt ungefähr zwischen 71 und 77. Und das muss man dann bei jedem Patienten sich überlegen, was man machen soll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Apixaban und Rivaroxaban beide Faktor 10a hemmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Apixaban unbedingt besser ist als Rivaroxaban. Ich glaube, dies war halt ein Schicksalsergebnis. Nächste Thema. Es gibt ein neues Aminoglycosid-Antibiotikum. Und wir sehen hier die Struktur. Diese drei Zuckermoleküle sind Ihnen ja bekannt. Und die drei freien Aminogruppen, typisch Aminoglycosid-Struktur. Diese Antibiotika hemmen 30S-Ribosomen an Bakterien und sind behaftet mit den Nebenwirkungen Nephrotoxizität und Ototoxizität. Die werden frei filtriert, werden absorbiert durch den Megalin-Rezeptor, reichen sich an in Niere und Ohr und haben halt eine gewisse Toxizität. Aber man verwendet ja diese Antibiotika nur bei Patienten mit lebensgefährlichen, gramnegativen bakteriellen Infektionen. Das ist hier auch getestet worden in der ersten Studie. Hier geht es um Harnwegsinfekte, komplizierte Harnwegsinfekte, die zu Urosepsis führen können. Und diese Patienten sind randomisiert zu Plazomicin oder zu Meropenem, was auch effektiv ist. Und der Endpunkt hier war, dass Plazomicin ist nicht schlechter als Meropenem. So sind diese Studien halt dann ausgerichtet, um das zeigen zu können. Gucken uns die Patienten an und wie man erwarten würde, Urosepsis-Risiko und eingeschränkte Nierenfunktion und so weiter. Komplizierte Harnwegsinfekte. Und wir gucken uns das an und in der Tat, Plazomicin ist nicht schlechter als Meropenem. Wenn wir uns diese Unterschiede hier individuell angucken, könnte es ja auch aussehen, als wäre Plazomicin vielleicht sogar ein bisschen besser als Meropenem. Aber die Streuung ist so verbreitet, dass keine signifikanten Unterschiede hier feststellbar sind. Was passierte mit Nierenfunktionen? Tatsächlich ist Kreatinin angestiegen in ungefähr 7% in der Plazomicin-Gruppe und nur 4% in der Meropenem-Gruppe. Das war nicht ein signifikanter Unterschied.
Und ototoxische Ereignisse waren auch nicht unterschiedlich bei diesen Patienten. So scheint es zu sein, dass diese Nebenwirkungen eigentlich von Plazomycin bei diesen schwerstkranken Patienten eigentlich erträglich sind. So, Plazomycin war nicht schlechter als Meropenem und könnte angewendet werden bei diesen Patienten. Ja, wie geht's denn mit anderen lebensgefährlichen gramnegativen Infektionen? Die würden wir in der Regel mit Carbapenem behandeln, aber manche dieser Erreger sind auch resistent gegen Carbapenem. Wenn das der Fall ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig als Polymyxin B oder Polymyxin E, auch bekannt als Colistin. Colistin ist nephrotoxisch. Das haben wir zur Verfügung seit 1959, also ein altes Präparat. Und bei diesen Patienten, wo die Bakterien resistent waren gegen Carbapenem, sind Patienten randomisiert worden zu Plazomycin oder Colistin. Leider konnte man nicht genug Patienten finden, die tatsächlich mit Infektionen behaftet waren, die resistent waren zu Carbapenem, so ist diese Studie eigentlich nicht sehr aussagekräftig, aber es sieht so aus, als wäre Plazomycin besser als Colistin und hat zu weniger Anstieg in Serum-Kreatinin-Spiegel geführt. Deutet darauf hin, dass wir weitere Antibiotika entwickeln müssen, aber Aminoglycosid-Antibiotika, die indiziert sind bei Patienten mit lebensgefährlichen Gram-negativ bakteriellen Infektionen, sind noch nicht gestorben und Plazomycin hat vielleicht hier was zu bieten. Das nächste Thema. Es geht wieder mal um einen Antikörper gegen Krebszellen, der ein Anhängsel hat. In diesem Fall ein Topoisomerase-Inhibitor. Topoisomerasen sind Enzyme, die mit der Wicklung von DNA zu tun haben. Girasehemmer. Girasen sind Topoisomerasen bei Bakterien. Selbe Prinzip. Also dieser Antikörper heißt Sacituzumab und der hat angebunden Irinotecan, das ist ein Topoisomerasehemmer. Und diese Strategie ist angewendet worden bei Patientinnen mit triple-negativen Brustkrebs, die schon lauter andere Therapien ohne Erfolg durchlaufen sind, die Metastasen haben. Und der Endpunkt hier war progressionsfreies Intervall. Es gibt hier keine Kontrollgruppe. Das ist im Prinzip eine Phase 2 pharmakologische Studie. Diese armen Patientinnen sind schon mit unterschiedlichen Chemotherapeutika behandelt worden. Und wir gucken uns hier Details an und viele Nebenwirkungen. Topoisomerase Hemmung ist nicht ohne Nebenwirkung, aber die Nebenwirkungen hielten sich in Grenzen, sodass die Therapie bei den Mehrzahl der Patientinnen nicht abgebrochen werden musste. Und wenn wir uns dieses Wasserfalldiagramm angucken, Progression ist gebremst worden, sodass die Krankheit wenigstens bei vielen Patientinnen stabil war. Manche haben sogar eine positive Antwort gehabt. Tumor ist kleiner geworden bei manchen Patienten und bei wenigeren Patienten ist Tumorwachstum konnte nicht gebremst werden. Wenn wir uns mit eine objektive Antwort angucken, sieht so aus, als hätten manche Patienten eine komplette Remission, aber viele Patienten wenigstens eine partielle Remission von ihrem Tumor leiden. Jetzt triple-negativer Brustkrebs ist natürlich tödlich. Hier geht es nicht um Überleben, es geht um progressionsfreies Intervall. Und das wird dann über 2 Jahre weniger, aber viele Patienten haben diese Therapie anscheinend ganz gut verkraftet. Und wenn wir hier uns angucken, die blauen Striche sind mehr vertreten als die roten Striche, so scheint diese Therapie diesen Patientinnen etwas zu bieten haben. Wenigstens die theoretische Strategie scheint sinnvoll zu sein, Antikörper mit einem zweiten Stoff
anzukoppeln, sodass der zweite Stoff dann in die Zellen inkorporiert werden, sodass das Chemotherapeutikum mehr effektiv ist. Und das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Müssen natürlich randomisierte, kontrollierte Studien durchgeführt werden, aber es bietet vielleicht manchen Patienten noch eine Hoffnung. Sie werden sich daran erinnern, vor 2 Jahren gab es eine Studie, um Herz-Kreislauf-Endpunkte zu reduzieren bei Patienten mit ziemlich schwerer Arteriosklerose und Hinweis auf Entzündungszeichen, erhöhte CRP-Spiegel. Und es ist ein Antikörper angewendet worden, der heißt Canakinumab und der ist gerichtet, um Interleukin-1-Beta auszuschalten. Das hat zu einem Erfolg geführt. So haben sich die Leute gefragt, Canakinumab ist ja ziemlich teuer, wenn es darum geht, Immunosuppressionen zu erzeugen, kann man ja den Leuten vielleicht einfach Methotrexat geben. Das kostet so gut wie gar nichts und könnte ja zu einem ähnlichen Endpunkt führen. Mir leuchtet diese Hypothese nicht direkt ein, aber das ist gemacht worden. Und es sind beinahe 5000 Leute mit einem hohen Risiko für einen kardiovaskulären Endpunkt hier randomisiert worden zu diesen Strategien. Und rausgekommen ist gar nichts. CRP-Spiegel haben sich auch nicht geändert, Hämatokrit, diese anderen Sachen, das sind im Prinzip Nebenwirkungen, da ist nichts passiert, aber bei den primären Endpunkten ist überhaupt nichts passiert. Und wenn wir uns diese Kurven angucken, liegen die direkt übereinander, so war dies keine gute Strategie. Das sagen auch die Autoren, so das kann man hier sehen, Methotrexat ist nicht ohne Nebenwirkungen und die Methotrexat-Gruppe hat diese Nebenwirkungen auch am eigenen Leibe dann spüren müssen. Aber wenn wir uns dies genauer angucken in der CANTOS-Studie, wo die Leute diesen Interleukin-1-Beta-Antikörper gekriegt haben, die hatten CRP-Spiegel im Durchschnitt von 4,2. Und die Leute in dieser Methotrexat-Studie hatten eigentlich keinen erhöhten Entzündungswert, deren CRP-Spiegel war nur 1,6 Milligramm pro Liter. Ich habe hier die Strategie nicht begriffen. Vielleicht muss ich das Paper nochmal lesen. Überblicksartikel ist wichtig. Es geht um Behandlungsmöglichkeiten bei Schwersttraumapatienten. Und solche Sachen lernt man natürlich im Kriege. So heißt es in der Geschichte der Medizin. Aber es gibt hier neue Sachen, die man bei traumatisierten Patienten hier anwenden kann. Aber es geht um Strategien, die wir schon kennen. Stauband, um Blutungen an Extremitäten zu unterbinden. Tranexamsäure, um Antifibrinolyse zu gewährleisten. Permissive Hypotension, die goldene Stunde. Was soll man diesen Leuten transfundieren? Diagnostika durch Ultraschall. Wo sollte man zuerst gezielt gucken bei Leuten, die wahrscheinlich bluten und in der nächsten Stunde vielleicht sterben, wenn nicht die richtige Entscheidung getroffen wird? Und anstatt ein Stauband anzuwenden, vielleicht kann ich die Arterie von innen irgendwie stauen mit einem Ballon. Und das haben wir ja von vor wenigen Wochen schon mal angeguckt in einem Fallbeispiel aus dem New England Journal. Stauband, immer noch ganz wichtig. Und man schreibt dann drauf die Uhrzeit, sodass man weiß, wie lange das Stauband, sodass der nächste Arzt weiß, wie lange das Stauband hier appliziert worden ist. Und wie man so ein Ding anwendet, kann sich ja jeder Arzt oder Ärztin vorstellen, wie das geht. Antifibrinolytische Therapie, Tranexamsäure ist, was wir heute anwenden. Und die Strategien von heute, viele davon, sind eingeführt worden von Walter Cannon. Der war ein amerikanischer Physiologe, der tatsächlich während des Ersten Weltkriegs zur Front gegangen ist, um Untersuchungen zu machen, um Schock zu erläutern. Was ist Schock und was kann man dagegen tun? Und er hat darüber publiziert und seine Ideen sind heute noch von Bedeutung. Und da ist Walter Cannon mit seiner Ruß-Trommel, um Physiologie hier zu untersuchen.
Er war für die Amerikaner ungefähr, was Ernest Starling war für die Engländer und was Otto Frank bedeutet hat bei uns. Und Walter Cannon hat wunderbare Sachen geschrieben, die heute immer noch sehr lesenswert sind. Und er kam zu der Idee, dass vielleicht kann man eine gewisse Hypotension dulden. Und das werden wir uns im Moment mal angucken. Aber Tranexamsäure, das ist im Prinzip, gibt es seit Jahren, Derivat von Epsilon-Aminocaproinsäure, das hemmt die Wirkung von Plasminogen, sodass entwickelnde Thromben nicht gleich läsiert werden. Und das ist untersucht worden bei Patienten, die Bypass-Chirurgie brauchen, sodass sie weniger Transfusionen brauchen, ist bewiesen. Bei Patientinnen bei Entbindung, die gefährdet sind wegen Massenblutungen, spielt sogar bei der Hämophilie eine Rolle, bevor es rekombinante Mittel dafür gab. Also dieses Zeug ist ziemlich gut und das sollte man anwenden bei Patienten mit einer schweren Blutung. Es wird über die Niere eliminiert, ist sogar oral wirksam. So, wenn man keinen Zugang legen kann, kann man das den Patienten oral auch anbieten, wenn sie schlucken können und das kann ihnen helfen. Dann die Frage von Damage Control, Schadenskontrolle und die Entscheidung zu treffen, was muss sofort operiert werden, was kann vielleicht mehrere Stunden oder eine Woche warten oder einen Tag warten. Man muss nicht alles bei der gleichen Operation reparieren, sodass man gezielt angeht an die Sachen, die am wichtigsten sind. Dann die goldene Stunde. Man hat vielleicht eine Stunde, um solche Schockpatienten richtig zu behandeln. Man muss sie dann zum OP bringen. Es ist sinnlos, die Leute zu einer Notaufnahme zu schleppen, wo keiner eine Ahnung hat. Und im Vietnamkrieg wurden die verwundeten Soldaten sofort in Helikopter gepackt und zum nächsten Flugzeugträger geflogen, wo OPs vorhanden war, wo diese Patienten sofort operiert werden konnten, anstatt dass sie zu dem Battalion Aid Station gelandet sind, wo wir armen Menschen sowieso keine Ahnung hatten. Das nennt man die goldene Stunde und darüber gibt es eine Geschichte. Dann kann man sich diesen Ablauf hier überlegen. Was soll man diesen Leuten transfundieren? Blutende Patienten brauchen Blut, nicht Kochsalzlösung, auch nicht Styrofondin. Es ist vielleicht Die fahren anscheinend besser, wenn man sich konzentriert auf die Stilllegung des Bluten, anstatt irgendwas Falsches zu infundieren. Wenn man da lauter Kochsalzlösung infundiert, dann wird die Azidose schlechter und die Prognose wird nicht besser. Und so die Idee, das richtige Material zu infundieren und vielleicht ein bisschen Hypotension zu dulden und anstatt sich auf das Problem zu fixieren. Ultraschall, Fast-Untersuchung. Und hier geht es, das ist eine Abkürzung für eine Strategie, um gezielt die Sachen zu untersuchen, die wichtig sind. Und im Brustkorb ist es Perikard, Pleura, man sucht hier nach Hämothorax. Im Abdomen ist es Leber, Milz, Blutansammlungen in dieser Gegend oder freies Blut im Abdomen. Es gibt heute Ultraschallgeräte, kann man das Handy benutzen, der Schallkopf steckt man gleich ans Handy, da kann man die Leute am Straßenrand untersuchen. Das sollte gemacht werden, anstatt die Leute in irgendeiner Radiologie durch ein CT zu schieben. Ultraschall für diesen Zweck reicht. Und dann die Großgefäße zu okkludieren mit einem Ballon. Das wird abgekürzt Rebohr. Das kann man sich auch überlegen. Fokussierte Ultraschalluntersuchung bei Trauma. Und hier ist ein Beispiel von Blutansammlungen hinter der Leber in diesem Ultraschallbild. Milz, freies Blut im Abdomen. Und wenn man nicht sicher ist, kann man ja einen akuten Peritonealdialysekatheter in den Abdomen stecken, um zu sehen, ob Blut drin ist. Das sind die Sachen, die gemacht werden. Und diese Strategie hier mit der Okklusion von Gefäßen mit einem Ballon haben wir schon vor ein paar Wochen uns angeguckt.
Das bietet auch den Patienten, so dass man diese goldene Stunde dann hat, um den Patienten zu Experten zu bringen und zu einem OP, wo dann irgendwas Definitives gemacht werden kann. Also ein ziemlich guter Überblick sollte man sich angucken. Hier ist ein Beispiel von Anhangsdrüsentumor, aber eine Sekundärreaktion. Die Anhangsdrüse ist halt größer geworden, weil dieser Patient hier, Patientin, hoffnungslose Hypothyreoidismus hatte. Und mit der entsprechenden Behandlung ist dieser Sekundärtumor dann wieder geschrumpft und weggegangen. Dann der Fall der Woche. Es geht um eine 29-jährige Patientin, kommt zu einer Notaufnahme, klagt über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Jetzt Opioidentzug würde mir vielleicht auch nicht sofort einfallen. Würde ich vielleicht an etwas anderem denken. Aber diese Patientin ist schon überall gewesen. Darum ist eine elektronische Krankenakte eine gute Idee und Kooperation zwischen unterschiedlichen Einheiten, sodass man so ein Muster erkennt. Und diese Patientin war schon in einem Schlaflabor, weil sie während des Tages einschlief. Aber hier ging es nicht um Schlafapnoe, hier ging es um Oxycodon. Denn es stellt sich heraus, dass seit dem 15. Lebensjahr, seit der Mittelschule, schluckt die nicht nur Cannabis, sondern Opioide, Kokain, Amphetamine und weiß der Teufel alles was. Und das Problem wird immer schlimmer. Und sie hat Verlangenssymptome und Entzugssymptome. Und es stellt sich heraus, die hat eine Oxycodon-Rechnung von $3.000 pro Monat. Das wird Hartz IV nicht abdecken. Dann wird sie untersucht und Toxikologie deutet auf Oxycodon, Buprophenon und diese anderen Sachen, die ich gar nicht aussprechen kann. Kokain ist auch dabei, Fentanyl ausnahmsweise nicht. Und das konnte man alles in der Spucke feststellen. Also man muss nicht immer Blut oder Urin haben, obwohl diese Flüssigkeiten auch anwendbar sind. Und was macht man mit so einer Patientin? Und ich weiß es auch nicht. Aber das wird im New England Journal diskutiert. Rezidive sind die Regel. Und kann man hier die Versorgung von solchen Patienten irgendwie verbessern? Und da habe ich meine Zweifel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und was hier nicht diskutiert wird, ist, wie kommen diese Patienten in diesen Zustand? Und was für eine Verantwortung hat die Ärzteschaft hier in der Verschreibung von diesen Mitteln? Und diese ganze Geschichte mit dem Schmerz, organisiertes Verbrechen, wurde hier eigentlich nicht diskutiert. Aber in dem nächsten Paper im New England Journal wurde es diskutiert. Und das nennen wir die strukturale Iatrogenese. Iatrogene Krankheiten werden von der Ärzteschaft eingeleitet oder induziert. Und das ganze Versorgungssystem ist so strukturiert, dass dieses gang und gäbe ist. Geht um Patienten mit Rheumatoid Arthritis. Das tut weh, kein Zweifel. Aber seit der Einführung von dieser Schmerzskala und in meinen 50 Jahren waren alle Patienten eine 6 bis 10. Ist noch nie jemand aufgetaucht, der sagt, ach, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin nur eine 3, ASS reicht, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Nicht ein einziges Mal habe ich das erlebt. Es steht weder in der amerikanischen Verfassung noch in der deutschen Verfassung, dass man schmerzfrei sein darf. Aber das sind dann medizinische Urteile. Müssen wir halt uns entscheiden, wie man damit umgeht. Dieser Patient wurde dann natürlich oxycodonsüchtig. Und was macht man damit? Das ist eine strukturale Iatrogenese. Und eigentlich dieser kleine Bericht trifft total zu, aber ist meines Erachtens nicht mutig genug, um dieses wirklich direkt anzusprechen. Hier ist eine Frage aus dem New England Journal. Plötzlicher Drehschwindel. Würde das eine Fraktur des Temporalknochens sein? Unwahrscheinlich.
Wenn der Stapes disloziert ist, dann ist man taub. Das induziert keinen Drehschwindel. Vestibuläre Neuritis für so ein akutes Ereignis würde mir auch nicht einfallen. Mir ist beigebracht worden, umso schlimmer die Symptomatik, umso banaler ist es. Und da sollte die Antwort eigentlich sein, benigne paroxysmale Positionsvertigo. Kann man dann unterschiedliche Manöver machen, um diesen Patienten zu helfen? Gute Frage. Dann in Lancet. Es geht um Exomsequenzierung bei Föten, die im Ultraschall nicht normal ist, wo man keine chromosomale Veränderung feststellen kann. Da gab es eine Autopsiestudie vor wenigen Jahren, die genetische Ursachen bei 20% dieser Föten haben feststellen können. Da kann man das noch bei lebendigen Föten feststellen. Kann man wahrscheinlich machen, wenn man genug Proben erhebt. Und was hier gemacht worden ist, ist, Proben sind entnommen worden von Mutter und Vater und dann durch Chorion, Biopsien, Fruchtwasseruntersuchungen, fetales Blut, ist dann genomweites Exomsequenzierung durchgeführt worden. Und es wurden auch Sachen gefunden. Ob diese Föten dabei geholfen worden sind, würde ich aber sehr bezweifeln. Und eine positive Antwort ließ sich nur feststellen bei 8,5%. Das heißt, mehr als 90% wurde nichts gefunden. Aber die Autoren waren trotzdem begeistert von dieser Liste an Gene, die hier impliziert worden sind. Also genomweites Exomsequenzierung kann man hier durchführen, aber meines Erachtens war das Ergebnis ziemlich bescheiden. Nächste Paper in Lancet, gleiche Geschichte irgendwo anders. Auch ungefähr 8%, so werde ich es Ihnen nicht zeigen. Aber in Lancet gibt es einen Überblick, Meta-Analyse, welche Präparate sollte man anwenden bei Patienten mit Panikattacken oder Angstsymptomatik, wenn eine einfachere Psychotherapie anscheinend hier nicht hilfreich ist. So hat man eine Meta-Analyse durchgeführt und da jede Studie mit einem Placebo-Präparat begleitet worden ist, ist der Placebo-Kreis natürlich größer als die anderen Kreise. Also lauter Sachen, die vielleicht bei Angstzustände helfen können. Die meisten habe ich keine Erfahrung, weiß gar nicht, was die sind. Bupropion, das werden wir nochmal angucken. Aber sind tatsächlich aus dieser riesigen Palette ein paar Sachen, die helfen. Übrigens, Benzodiazepine sind nicht erwähnt worden. Sieht so aus, hätten die ein bisschen geholfen, aber diese anderen Präparate waren wohl besser. Und so kann man Pregabalin, Venlafaxin und Escitalopram anwenden bei Patienten mit Angstzuständen. Scheint zu helfen. Buprenorphin bei opioidabhängigen Menschen soll helfen. Und in dieser Studie hat man hier ein Depotpräparat angewendet bei diesen Patienten. Und es gibt, das wird natürlich wird subkutan hier angewendet und unterschiedliche Dosierungen sind hier angewendet worden im Vergleich zu Placebo bei diesen süchtigen Patienten. Scheint zu helfen. Und Abstinence wäre dann Freiheit von Drogensucht und sieht nicht gut aus bei allen Gruppen, aber die Buprenorphin-Strategie hat Placebo schon geschlagen, muss man schon sagen. Einwandfrei. Aber eine Heilung ist dies auch nicht. Und dann hat man Urinuntersuchungen gemacht und die im grünen Bereich sind, waren negativ und die rot waren, haben trotzdem irgendwie Oxycodon zu sich genommen und das wurde da opioid-positiver Urin. Und in der Placebo-Gruppe war der Urin meistens 90% hier positiv. Und bei den Buprenorphin-Gruppen sehen wir hier ein bisschen mehr Grün. So scheint das effektiv zu sein. Und wenn man uns hier die Verlangenskala hier anguckt, Placebo sieht schlechter aus als
Buprenorphin. Also scheint Buprenorphin diesen Patienten vielleicht etwas zu bieten. Dann Übersicht in Lancet. Ich musste dieses Wort nachschlagen. Ich hatte noch nie davon gehört. Eine Syndemik. Eine Syndemik ist anscheinend eine synergistische Epidemik von unterschiedlichen Sachen. Und diese Autoren haben halt alles eingeschlossen. Adipositas, Unterernährung und Klimawandel. Alles in einem Übersichtsartikel. Toll. Und da gucken wir uns das an. Die Botschaften, kann man sich ja schon vorstellen, was die Botschaften sind. Und Klimawandel, gut. Dann kann man sich das hier unterscheiden. Global, alle Länder auf dem Planeten, die reichen Länder im Vergleich zu den armen Ländern und dann die Bewertung von Tabak, Glukose, systolischer Blutdruck und andere Sachen, die schlecht sind. Und dann die Wechselwirkung zwischen schlechter Ernährung, sei es zu viel Adipositas oder zu wenig, kann man sie dann hier in unterschiedlichen Gruppen hier angucken. SDI ist der soziodemografische Index nochmal. Da hat es natürlich wieder zu tun mit Geburtenraten, Einkommen, Bildung. Das kann man errechnen und die reichen Länder schneiden ein bisschen besser ab als die armen Länder. Dann Recht auf Wohlbefinden, Recht auf eine gesunde Umgebung. Recht auf Gesundheit, Recht auf Futter, Recht auf Kultur, was man darunter versteht, weiß ich immer noch nicht, und Kinderrechte. Was hier nicht betont wird, ist Verantwortung, die vielleicht die Patienten oder gesunde Menschen haben, um diese Sachen zu gewährleisten. Dann kann man Vortex von diesen Wirbelstürmen hier angucken und was ist die Verantwortung von Regierungen und Familien und Gemeinden und sozialen Kreisen. Alles ganz spannend, finde ich gut. Und dann kann man sich das hier angucken. Ich interessiere mich insbesondere für Westeuropa, weil wir hier sind, und auch für Englisch sprechende Nordamerika und so weiter. Und Nordamerika, weibliche Adipositas. Die Männer hier werden nicht berücksichtigt. Weiß nicht genau, warum die entkommen sind, aber liegt bei 33%. Unterernährung etwas weniger, nur 6%. CO2-Fußstapfen. Weiß nicht genau, wie das errechnet wird. Einkommen scheint ganz fit zu sein. Und der Gini-Koeffizient, den musste ich nachschlagen. Stellt sich heraus, das ist ein statistischer Maß für die Darstellung von Ungleichverteilungen auf der Welt. Das kann man auch errechnen. Also das wollen Sie vielleicht angucken. Und hier sehen wir diesen jungen Menschen, der ist, sieht so aus, als wäre sein SDI in Ordnung. Und sein Gini-Koeffizient ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann gucken wir, das ist die Bewertung von Is your government taking any action? Macht ihre sind ihre Politiker hier am Ball, um diese Sachen zu beheben. Und eigentlich sind die Bürger, Einwohner auf dem Planeten ziemlich unzufrieden. Zufriedenheit ist in den reichen Ländern und in den armen Ländern kaum unterschiedlich. Letzte Thema, Amyloidose, Beta-Faltblatt, Fibrillen, Unlösbarkeit. Unterschiedliche Proteine sind hier involviert. Transthyretin haben wir schon angeguckt. Das ist im Prinzip ein Präalbumin, das auch Thyroxin bindet. Das ist ein Entzündungsmarker auch. Sieht ein bisschen aus in der Struktur von CRP, wie hier gezeigt. Und das kann Amyloidose auslösen, insbesondere wenn es mutiert ist. Zweites Thema in diesem Bericht ist Popeye. Popeye ist so ein Comic-Schleifen, USA 30er Jahre. Popeye ist natürlich, hat gute Muskeln, insbesondere wenn er seine Pfeife aus dem Mund nimmt und Spinat frisst. Er hat eine ausgeprägte Muskulatur, die ist aber im Unterarm, nicht im Oberarm. Seine Freundin heißt Olive, mit Zunahmen Öl. Also die heißt Olive Oil oder Olivenöl und die beiden lieben sich sehr.
Nun geht es um Popeyes-Zeichen. Das ist aber meines Erachtens nicht richtig. Werden wir gleich angucken. Herzerkrankung und Amyloidose. Man dachte hier, dieser Patient hätte vielleicht Transthyretin-Mutationen, aber die waren nicht vorhanden. Hier, es geht um spontane Ruptur der Bizepssehne. Aber das ist ein Oberarmproblem. Und Popeyes Kraft ist ja eigentlich im Unterarm. So, die Autoren sollten sich mal diesen Comicstreifen genauer angucken. Jetzt, ich wollte Sie daran erinnern, dass vor wenigen Monaten haben wir über Tafamidis gelesen. Das ist eine, das funktioniert als Chaperon-Begleitprotein. Das stabilisiert die falsch gefalteten Tetrameren von Transthyretin. Diese Strategie kann man natürlich nicht anwenden, wenn die Krankheit schon im Endstadium ist, aber für Transthyretin gibt es vielleicht eine Lösung oder wenigstens ein Hilfsmittel, um diese Komplikationen zu vermeiden. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Kommen Sie doch morgen Abend wieder, dann werden wir diese Woche letztendlich angucken. Dankeschön. Wobei es reingeht.